Ja, meine Damen und Herren, freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Bacharchiv zur zweiten Veranstaltung unserer Gesprächsreihe, die sich abarbeiten wird an der Vita Christi. Ich glaube, wir werden heute mal das Phänomen ausklammern, dass im Bachfest des Jahrgangs 2013 das Weihnachtsoratorium im Juni vorkommt. Da haben wir das letzte Mal lange drüber gesprochen. Das Thema wird uns erhalten bleiben. Wir alle werden aber damit leben können, dass das Weihnachtsoratorium im Bachfest vorkommt. Sie werden es alle mitbekommen haben, wir feiern das Wagnerjahr. Vor 200 Jahren ist Richard Wagner geboren. Deswegen wird natürlich in Leipzig in diesem Jahr alles, was mit Musik zu tun hat, mit Wagner in Verbindung gebracht. Bachjahr ist in Leipzig sowieso immer, egal ob was Rundes ist oder nicht. Und heute werden wir versuchen, das zusammenzubekommen, Bach und Wagner. Ob uns das gelingt, da bin ich gar nicht so sicher, aber wir werden hart dran arbeiten. Und zwar mit Universitätsmusikdirektor David Timm, der als Extomaner Bach sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und wenn es um die Wagnerpflege in Leipzig geht, einer der wenigen Aufrechten ist, die auch lange schon vor dem runden Jubiläum sich darum gekümmert haben, dass Wagner hier nicht zu kurz kommt. Und ich begrüße Herrn Professor Ulrich Konrad, Ordinarius für Musikwissenschaft in Würzburg. Als Wagner-Kenner hier vorzustellen, als Mozart-Kenner sowieso auch. Bach-Kenner ist jeder, der sich mit Musik auseinandersetzt, ja ohnehin, setze ich mal voraus. Und wenn wir reden über das erste Drittel des 19. Jahrhunderts und die Entstehung des bürgerlichen Musiklebens, hat er auch schon als Spätfolge seiner Dissertation eine Menge zu beizutragen. Ich würde aber gerne, David, mit dir anfangen. Wir kennen uns seit 16 Jahren und wenn wir uns jetzt hier siezen würden, würde ich das albern finden. Sehen Sie mir nach, dass wir uns duzen. Die 16 wäre ich jetzt nicht sofort gekommen. Siehste. Du hast dich nicht ganz so lange mit Wagner beschäftigt wie mit Bach, nehme ich an, als aktiver Musiker, aber beides sehr lange parallel betrieben. Und die Fragestellung, was hat Bach bei Wagner gelernt, als Thomas-Schüler beispielsweise, und was hat Wagner bei Bach gelernt? Da geht's schon los. Was hat Wagner bei Bach gelernt? Ist dir die beim Musizieren von Wagner irgendwann schon mal gekommen oder ist das jetzt eine Frage des Wagnerjahres? Die Frage taucht immer wieder auf, weil es auch ein Zitat gibt, wenn Wagner selbst am 11. Dezember 1878 in Bayreuth fallen ließ, die Meistersinger seien ja angewandter Bach. Dann kann man sich daran natürlich trefflich abarbeiten und den Vermutungen Raum geben, wie viel Bach steckt nun in Wagners Musik drin, gerade in den Meistersingern. Ich kann für mich sagen, es steckt eine ganze Menge drin, und zwar nicht nur in der sogenannten Prügelfuge, die nach Lehre der Fugentechnik nicht so zwölfstimmig ist, wie sie daherkommt, aber doch ein Wunderwerk an Musik, besonders übrigens wegen des Schlusses und der Fähigkeit, doch noch zu überraschen mit einem Trugschluss. Was wäre Wagner ohne dieses? Nein, also die Polyphonie, die er ja als Kompositionsschüler von dem Thomaskantor Weinlich hier gelernt hat, ist vom ersten Takt des Meistersinger-Vorspiels eigentlich präsent. Sie ist auch insofern Inhalt, als ja schon musikalisch eine Art, wie man könnte fast sagen, Überzeichnung, Karikatur eines scholastisch althergebrachten Kompositions- und Musikverständnisses dargeboten wird. Das wird später noch getoppt dadurch, dass eben die Regeln des Singens erklärt werden in einer Art primitiver oder jedenfalls komisch dargebotener Barockmusik. Aber schon im Vorspiel zu den Meistersingern zum ersten Aufzug kommen Motive vor, die ich als Organist doch schon sehr, sehr lange kenne. Es gibt das sogenannte 9-Achtel-C-Dur, Präludium und Fuge C-Dur von Bach. Das Präludium geht so los, da dam pam pa dam pam pa dam pam pam, und die Fuge da 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 di di dam pam pam. Der zweite Einsatz geht da 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 da. Ich brauche jetzt nicht weiter singen. Da haben wir die Meister. Ich bitte sehr darum. Ja, darfst du fehlen mir die Mehrstimmigkeit. Möchte jemand? Das habe ich auch mal zu einer Jazzbearbeitung gemacht. Wie kommt man von Bach direkt zu Wagner? Ich bleibe aber ganz bescheiden und sage, auch das ist Spekulation. Wir können es nicht begründen, dass es genau aus diesem Bachwerk einen Übergang gibt zu diesem Werk Wagners. Aber er wird doch einiges an Bach
kennengelernt haben. Das erste nennenswerte Chorwerk, diese kleine Studierfuge, denn dein ist das Reich, schön in C-Dur, daherschreitend mit der Tendenz zur nicht endlosen Melodie, aber doch Sequenzwiederholung. Ja, da geht es nicht nur zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, sondern zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu... So, und da ist schon was angelegt, was wir später durchaus wiederfinden, dann in harmonisch reicherem Gewande. Ich habe mir am 1. November des letzten Jahres, das war übrigens ein wichtiges Datum für Leipzig, weil da genau vor 150 Jahren das Meistersinger-Vorspiel in Leipzig uraufgeführt wurde. Eines der wenigen reifen Werke Wagners, was in seiner Geburtsstadt uraufgeführt wurde. Dafür habe ich diese Studierfuge mal hergenommen für Orchester instrumentiert, ohne einen Ton hinzuzutun. Einfach, wie ich mir dachte, so hätte es Wagner vielleicht auch getan, natürlich besser. Aber es zeigte sich dort schon, dass die Verbindung, die Gemeinsamkeiten von diesem kleinen Werk mit Blick auf die Meistersinger doch irgendwie gegeben sind und dass keiner seinen Wurzeln entfliehen kann. Da wüsste ich natürlich gerne noch viel, viel genauer, welche Wurzeln waren es genau? Wann hat er welches Stück eventuell im Klavierunterricht bekommen? Welche Vorlagen hat ihm Weinlich gegeben? An welcher Polyphonie-Schule, an welchem Werk hat er sich orientiert? Aber das ist eine Frage der Wissenschaft. Jetzt habe ich auch lang genug geredet. Und da stellt sich, Herr Konrad, dann wirklich bohrend die Frage, wenn wir über Wagners Leipziger Wurzeln reden, also nicht die Geburt in Leipzig, für die er ja nichts konnte, sondern das, was er hier gelernt hat beim Thomas Kantor Weinlich und im Umfeld. Was war da an Bach im Ernst präsent? So furchtbar viel wird es ja nicht gewesen sein. Die Wiederentdeckung der Matthäus-Passion lag zwar ein bisschen zurück, aber hier war es noch nicht angekommen. Und wenn Bach 1878 wenn Wagner 1878 explizit vom angewandten Bach spricht, heißt es ja auch, dass er ansonsten Bach für eine eher theoretische Veranstaltung gehalten hat. So? Ja, ich glaube, man muss da ganz nüchtern sein. Das, was Wagner als Musiker in Aufführungen kennengelernt hat, ist wenig gewesen. Er hat selbst in seinem ganzen Leben überhaupt nur einmal ein Stück Wagner dirigiert. Das war in dem berühmten Abonnementskonzert im Januar 1948 in Dresden. Tut mir leid, dass ich das hier sagen muss, in Dresden. Die Motette Singet dem Herrn. Das Stück hat er aber nicht selbst einstudiert. Das war der Chordirektor Fischer. Und der hat offensichtlich großen Ehrgeiz da reingesetzt, mal zu zeigen, was die Dresdner Chöre können. Es spinnt sich nämlich dann eine lebhafte Pressedebatte über die Tempi. Dieses Stück muss bei der ersten Aufführung im Januar in rasendem Tempo gesungen worden sein, also ein richtiges Virtuosenstück. Das hat zu allerlei Protesten geführt, weswegen im dritten Abonnementskonzert das Stück von Wagner dirigiert im richtigen Tempo statt. Und das nur nebenbei, dass Wagner sonst sehr viel gekannt hätte, wird man nicht sagen können. Er hat in der Leipziger Zeit, als er hier bei Weinlich gelernt hat, ja nun einen Lehrer gehabt, der zwar in der, was seine Stelle anging, in der Tradition Bachs stand, aber von der Musik Bachs, so behauptet es jedenfalls Wagner, nicht viel hielt. Und das kann nicht ganz verkehrt sein, denn Weinlich hat ja ein damals bekanntes Kontrapunkt-Lehrbuch, den Kirnberger und den Marburg verwendet und auch neu herausgegeben und hat alle dort enthaltenen Bach-Beispiele gestrichen. Also die Präsenz Bachs im Unterricht ist offensichtlich nicht sehr groß gewesen. An Werken konnte er hier auch nicht sehr viel kennenlernen. Er war ja ein schlechter Pianist, er konnte ja nicht gut Klavier spielen. Er hat von sich behauptet, er hätte das wohltemperierte Klavier studiert, aber er hat später in Bayreuth immer einen Vorspieler gehabt. Und sein Lieblingsstück, das Cis-Moll-Präludium, das hat er wohl einigermaßen hinbekommen. Die Matthäus-Passion hat er gekannt. Er behauptet, eine Aufführung, die Mendelssohn geleitet hat, in Leipzig gehört zu haben. Dieses Stück war für ihn immer so eine Art Monument. Das war nicht wirklich eine praktische Anschauung, es war ein Monument. Und dann gibt es einen Brief von 1869 an Breitkopf von Hertel, da bestellt er Noten. Da bestellt er Noten aus der Gesamtausgabe, da sieht man, dass er die nicht gehabt hat, Kantaten. Und er bestellt die H-Moll-Messe. Die Werke hat er besessen,
aus den späteren Abendgesprächen in Bayreuth wissen wir aber, dass er von den Kantaten nicht viel hielt. Zu viel Perücke, sagt er. Zu viel Perücke. Gleichwohl hat er Wagner aus ganz grundsätzlichen Erwägungen sehr hoch geschätzt und das ist einfach ein Bach. Das wird uns jetzt hier treu bleiben. Also Wagner hat Bach aus ganz grundsätzlichen Erwägungen für seine eigene Kunstideologie und für seine eigene Rechtfertigung sehr gut gebrauchen können. Da gibt es einen gewissen Wandel, das möchte ich jetzt hier im Detail nicht darstellen. Aber es ist klar, einerseits ist Bach für ihn, das sagt er immer, als ein Wundermann. Aber es ist ein Wundermann aus einer früheren Zeit. Aber man könnte ja schon vielleicht etwas zugespitzt daraus erstmal den Schluss ziehen. Er hat als Kompositionsschüler Kontrapunkt gelernt, wie jeder damals Kontrapunkt gelernt hat. Ob das jetzt ein spezifischer Bach-Kontrapunkt war oder nicht, ich würde eher mutmaßen nicht, aber das sei mal dahingestellt. Dass er aber dann im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auf einmal sich so offensiv zu Bach bekennt, kann ja auch mit einer ganz grundsätzlichen Vereinnahmung Bach fürs große deutsche Kunsttum zusammenhängen, oder? Ja, wobei die intensivste Auseinandersetzung mit Bach ja stattfindet in der Parsifalzeit. Mhm. Seit 1874, als er wieder am Parsifal arbeitet, da spielt Bach plötzlich eine Rolle, und zwar der Bach des wohltemperierten Klaviers. Es gibt mehrere Phasen, da werden abends im Hause Wahnfried Präludien und Fugen aus dem wohltemperierten Klavier gespielt. Josef Rubinstein muss vorspielen und Wagner kommentiert. Und das sind kleine Bachfeste in Bayreuth, die aber im Wesentlichen wieder das bestätigen, was Wagner sich damals zurechtgelegt hat. Nämlich einmal ist Bach weit entfernt. Er ist ein Monument einer Zeit, die überwunden ist. Aber da, in der Zeit, wo ästhetisch gesehen das Erhabene, wie man das im 18. Jahrhundert genannt hat, das Erhabene dominierte, da ist er die herausragende Gestalt. Was aus der Sicht Wagners Bach fehlt, ist das Humane. Bach ist für Wagner ein vorsubjektiver Musiker. Ein Musiker, bei dem sich, wie er dann auch gut schopenhauerisch sagt, das Ding an sich manifestiert. Wo man erkennen kann, dass Grundordnungen der Musik vorhanden sind, aber noch in einem quasi vormenschlichen Zustand. Er vergleicht Bach einmal mit der Sphinx. Halb Mensch, halb Tier, und er sagt, man sieht, nur weil der Bach so genial war, ist er sozusagen auf dem Weg, den dann schließlich Beethoven erreicht. Beethoven ist nämlich dann der erste, auch dramatische Musiker. Bach ist kein dramatischer Musiker, er ist ein Musiker, ein eigentlicher Musiker, wie er sagt. Aber eigentlicher Musiker heißt eben bei Wagner ein Musiker, der in der Kunstentwicklung eben eine frühere Zeit repräsentiert, nämlich eine Zeit vor der Subjektivität, vor dem Drama. Ja? Aber da eben ist Bach, Mozart und, wenn man es genau liest, auch Beethoven überlegen. Gegenüber Bach sieht Wagner die nachfolgenden Komponisten, und da tut er sich schwer, weil er vor allen Dingen Beethoven ja sehr verehrt, er will Beethoven da nicht irgendwie herabwürdigen, aber man merkt, er hat ein Problem damit zu sagen, wenn Bach das Ding an sich repräsentiert, und dann kommt so ein gewisser Abfall, und er nennt die Sonate eher ein Verfallsprodukt. Denn er sagt, also diese Fugen, die der späte Beethoven schreibt, das ist im Vergleich zu Bach alles nichts. Ja, das ist ein hartes Urteil. Da tut er sich schwer, aber man merkt, worauf er hinaus will. Er kann den Bach deswegen ohne weiteres hochschätzen und bewundern, weil er in einer anderen Kategorie Musik und Musikgeschichte steht, als er in der Gegenwart. Und dann kommt, und das war ja das, was Sie auch schon angedeutet haben in Ihrer Frage, es kommt dann hinein die Idee des Nationalstils. Bach ist ein Deutscher. Und er kann als solcher natürlich
instrumentalisiert werden als Bollwerk gegen die Italiener, gegen die Welschen, also das, was am Schluss der Meistersinger ja ein Thema ist. Aber er kann eben auch für eine besondere Form der deutschen Religiosität vereinnahmt werden. Und da spielt der Choral eine große Rolle. Der Choral ist für Bach ein Produkt des Volksliedes. Da ist Wagner ganz Romantiker. Er sagt, also aus denselben Quellen, aus denen das Volkslied stammt, stammt der Choral. Der Choral ist also etwas, was das Volk singt. Bach nimmt den Choral auf. Er repräsentiert ihn, und zwar besonders in den Motetten. Und da kommt immer wieder, er kennt immer nur das eine Beispiel, singet dem Herrn. Also das Einzige, was er kennt, ist, auch zu, ist das herausragende Beispiel. Da also manifestiert sich das in einer besonderen Weise. Und da kommt das dritte Element dazu, das ist die Polyphonie. Und unter Polyphonie versteht Wagner nicht das, was wir heute gemeinhin Fugentechnik nennen. Und da haben Sie, das haben Sie eben schon gesagt, das konnte jeder überall lernen. Das hat sich in unseren Köpfen heute mit dem Namen Bach irgendwie verbunden. Aber Bach hat den Kontrapunkt ja nicht erfunden. Den gab es schon lange vorher. Nein, Polyphonie ist für Wagner das, was in seinem Verständnis Melodie heißt. Melodie ist bei Wagner das Ergebnis polyphoner Strukturen. Also nicht die einzelne Linie, der Gesang, das ist ja eben das, was er in der Oper, in der überwundenen Oper sieht. Ja, ein Sänger singt eine schöne Melodie und darunter wird begleitet. Bei Wagner ist Melodie das Ergebnis eines Zusammengreifens verschiedener Stimmen, das Ganze. Ja, der Kontrapunkt wird als Einheit verstanden, der entsteht aus der Vielheit der Stimmen. Und das ist natürlich die klare Rechtfertigung für seine eigene Kompositionsweise. Deswegen sagt er eben auch, die unendliche Melodie ist beispielsweise in den Präludien des wohltemperierten Klaviers vorgeprägt. Denn da macht Bach eigentlich genau dasselbe. Es sind die Stimmen, die sich irgendwie ergänzen, ein Ganzes ergeben. Und so ist es in meinen Partituren, so Wagner auch. Das Orchestergewebe, die Leitmotive und die deklamierte Stimme, und das ist ja das Entscheidende, denn die macht ja das Drama, die bilden in dieser Verschränkung, in dieser Polyphonie die Melodie. Das ist natürlich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ernüchternd festzustellen, dass es so weit mit Wagners Bach-Exegese und Bach-Studien und Bach-Beeinflussung nicht her sein kann. Dennoch kann man ja das alles im Hinterkopf behalten, nicht so ohne weiteres sagen, wenn Musiker das Gefühl haben, beim Musizieren, es gibt unmittelbare Verbindungsstränge dazwischen, das sei alles Quatsch. Also irgendwas muss da ja doch sein. Und es gibt immer wieder auch die Möglichkeit, dass er selbstständig mit seinen Möglichkeiten auf Lösungen kam, die uns heute mit dem geschichtlichen Wissen und stilistischen Wissen dazu bringen zu sagen, das klingt ja wie Bach oder das klingt wie der und der. Anders bitte ich diese Verbindung zu der Orgelfuge auch nicht zu verstehen. Ja. Ich bin weit davon entfernt, hier einen Plagiatsvorwurf posthum zu erheben. Es gibt übrigens, wenn ich das sage, noch eine andere Formulierung. Also er sagt einmal im Zusammenhang mit den Meistersingern angewandter Bach und er sagt mit Blick auf den Einzug der Meister, den Meistersingern, das sei die Fortsetzung von Bach. Also es gibt beides, es gibt den angewandten Bach und es gibt die Fortsetzung von Bach. Also als ein Bezugspunkt. Und da ist Wagner ja, da hat er ja immer zu den Sternen gegriffen. Also er hat genau gewusst, wen er verachtet und die hat er gründlich verachtet. Und im Grunde genommen muss man bei Wagner diejenigen, die er verachtet, viel genauer ansehen. Denn von denen hat er dann am Ende am meisten gelernt. Was man im Moment bei den Feen gut nachhören kann. Ja, während er, meine, sich zu Bach und zu Beethoven bekennen, war auch schon im 19. Jahrhundert keine große Tat. Ja, schon gar nicht am Ende des 19. Sowieso. Jahrhunderts. Sowieso. Wobei die Prägung durch die 9. Sinfonie, ich glaube, das Abschreiben oder Selbstentwerfen des Klavierauszuges als Teenager schon eine gewaltige Leistung irgendwie ist und eine Begeisterung, die er schon in so jungen Jahren aufgebracht hat. Und trotzdem wäre es jetzt zu platt zu sagen, aha, die leeren Quinten der 9. Sinfonie, erster Satz, haben sich direkt ins Holländer Vorspiel ergossen. Aber ich würde vielleicht einen Schritt weiter zurückzutreten versuchen, um vielleicht dem Umstand auf die Schliche zu kommen, warum eigentlich unser aller Bedürfnis so groß ist, zwischen den beiden eine Verbindung herzustellen.
Das ist ja nicht nur ein Leipziger Phänomen. Klar, in Leipzig hätte man es besonders lieb, wenn sich zwischen diesen beiden Granden ein direkter Verbindungsweg auffinden ließe. Aber ist es nicht vielleicht auch so etwas wie eine Sehnsucht nach universellen Äußerungen von Musik? Dass das, was du gerade eben vorgesungen hast, Tonleiterausschnitte gibt es natürlich überall. Da kann man auch bei Sweling gucken. Die sind dann ein bisschen anders durchgeführt. Aber woher rührt diese Sehnsucht, alles mit allem in ursächliche Zusammenhänge stellen zu wollen? Also es ist ja eine deutsche Sehnsucht. Mhm. Wir wollen es mal nicht... Es sind ja auch zwei sehr deutsche Phänomene. Es sind zwei sehr deutsche Phänomene und wir könnten hier eigentlich in jedem Musikergedenkjahr eine solche Diskussion führen, denn wir Deutschen, die deutschen Musiker, wie die deutschen Musikwissenschaftler, wie das deutsche Publikum, haben diese Verbindung Bach und bei jedem Komponisten hergestellt. Ich habe hier einen Vortrag gehalten im Mozart-Jahr, Bach und Mozart. Das funktioniert wunderbar. Mit der gleichen Motette. Interessant ist der einzige Fall im 19. Jahrhundert, der explizit ohne Bach auszukommen ist, das ist Bruckner. Das Thema Bach und Bruckner ist ein Nicht-Thema. Und das ist interessant. Also wie es ein Musiker überhaupt noch schafft im 19. Jahrhundert, ohne dieses allgemeine Bewusstsein eines Bezugs- und Fluchtpunktes Bach auszukommen. Aber Beethoven und Bach, Mozart und Bach, Schumann und Bach, Mendelssohn und Bach, sie können nehmen, wen sie wollen, selbst Verdi und Bach können sie nehmen. Bei Schubert wird es auch eng, aber nicht ganz aussichtslos. Nicht ganz aussichtslos. Ja, zu dieser Sehnsucht muss ich leider bekennen, dass ich die so nicht habe. Dass ich das unbedingt als eine Gesamtharmonie zusammenführen müsste, das nicht. Für mich ist das eine freudige und manchmal auch spaßige Angelegenheit zu gucken, ach, das klingt ja wie das, mehr nicht. Ich sehe eher die Vielfalt als sehr großen Reichtum an und kann den einen auch so hören, den anderen so. Ich möchte aber noch auf die Kunst des Dirigierens, eine Mischform von Streitschrift und Inhaltsangabe sozusagen und Bekenntnis von Wagner zu sprechen kommen. Da geht es um solche Sachen wie Tempi. Und da wird für die Meistersinger eben postuliert, gerade das Vorspiel, man soll es nicht in trockene Viertel zerschlagen, sondern in Halben denken wie in der alten Kirchenmusik. Und man soll sich einer flexiblen Temponahme befleißigen. Und dann kommt auch der Rückgriff auf wohltemperiertes Klavier, das ist die Interpretation also von Franz Liszt mit der gehörigen Freiheit, auch der Temponahme und der selbstverständlichen subjektiven Dramatik, die man da reingelegt hat, für ihn doch ganz, ganz wichtig sind. Dann wird lange ausgeführt, wie eben der Gewandhauskapellmeister Reinicke das Meistersinger-Vorspiel viel zu pedantisch und langsam vorgetragen hätte, wogegen bei seinem Wagners-Dirigat natürlich der Saal begeistert war. Das ist alles auch ein Stück Rechtfertigung, manchmal ein bisschen unangenehm fast zu lesen, aber in der Sache wahrscheinlich richtig, denn wer hätte es besser gekonnt als er selbst? Und man kann aus seinen Äußerungen auch, dass er mal meinte, das Vorspiel in weniger als 9 Minuten selbst dirigiert zu haben, schon Gewinn ziehen, auch in dem Ansinnen, es sei eine Komödie und nicht wie der Mainstream der Interpretation bis heute manchmal Glauben machen will, eine Art Deutschlandlied ohne Worte, was man da mit großem Pathos daherkommen muss. Insofern lohnt sich dieses schon zu lesen. Und es kommt eben ein nicht direkt auf Bach bezogenes, aber doch ein Grundverständnis für barocke Musik und eben die Aufführungspraxis, sei es des 19. Jahrhunderts. Aber dass man diese ältere Musik doch anders anfasst, auch freier, undogmatischer, als es in seiner Zeit war. Und das geht auch immer ein bisschen gegen die damalige Leipziger Schule. Die hieß nicht Leipziger Schule in dem Sinne wie heute, aber er hat doch die Konservativen hier schon irgendwie ins Auge genommen, sich in seiner Heimatstadt dann auch nicht so stark anerkannt gefühlt und das Gegengewicht Weimar eben dann ganz stark postuliert. Aber wenn man sich gerade diese Äußerungen anguckt, merkt man natürlich auch, dass die Identität von barocker Musik, mit der er zu tun hatte, überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was wir uns heute darunter vorstellen.
Also man muss sich schon fragen, welcher Bach könnte der Bach sein, der da modell gestanden hat oder nicht? Ja, also Wagner thematisiert ja das, die Frage des Tempos oder der Aufführungspraxis selbst. Und er sagt, wir wissen es einfach nicht. Da wird zunächst einmal ganz explizit gesagt, da ist ein Traditionsbruch eingetreten, den niemand mehr überwinden kann. Wir wissen einfach nicht, wie das Bach gemacht hat. Und dann spekuliert er gegenüber Cosima und sagt, naja, das ist bei Bach alles Einheitstempo, weil der nämlich Organist war. Der hat wie an der Orgel. Das war eine Vorstellung. Ich referiere hier nur, was Wagner sagt. Und dann gibt es aber in den 1840er Jahren tatsächlich einen massiven Streit. Und der hängt eben, der hängt hier mit Leipzig und der hängt mit Dresden zusammen. Und da gibt es nämlich die Auseinandersetzung, wer nimmt eigentlich bei Beethoven die richtigen Tempi? Machen das die Franzosen oder Italiener oder machen wir Deutschen das? Und dann wird es bei Wagner sofort ja auch ein bisschen unappetitlich, weil er sagt, naja, sein Kollege Mendelssohn, der überhetzt alles. Da kommt dieses auch antisemitische Moment hinein, dieses zu schnelle. Mendelssohn, das ist allerdings auch von den anderen, wird auch immer wieder von anderen gesagt, Mendelssohn war ein Freund sehr schneller Tempi. Wagner, Beethoven erwiesenermaßen auch. Wagner, und das muss man jetzt dazu sagen, hat, wenn man den, ich kolportiere jetzt hier nur das, was ihre früheren Kollegen geschrieben, und die waren im Übrigen sehr fleißig, es ist über keinen Musiker so viel geschrieben worden wie über Wagner, das nur nebenbei. Es wird immer gesagt, er dirigiert die schnellen Sätze zu schnell und die langsamen Sätze zu langsam. Also 8. Symphonie, 9. Symphonie, 3. Symphonie, es gibt überall immer Hinweise darauf, viel zu schnell. Auch dieses Beispiel singet dem Herrn, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Das aber, und das finde ich nun sehr interessant, betrifft auch seine eigenen Werke. Wir haben genügend Hinweise, dass das Meistersinger-Vorspiel unter Wagners mehrfach bezeugten Dirigaten 8 Minuten gedauert hat. Suchen Sie heute mal eine Aufführung, in denen das Stück in 8 Minuten, ja, da ist 10, 11 Minuten der... 8,45 geschafft. Ja, dann ist es aber schon flink gewesen. Ja. Und ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, das Autograph von Tristan und Isolde im Faksimile herausgeben zu dürfen, bin der Frage nachgegangen, wie lange hat eigentlich der Tristan bei der Uraufführung gedauert? Ja. Und da stellt man fest, dass selbst die schnellste heute auf dem Markt verfügbare Aufnahme immer noch langsamer ist als die Uraufführung, die Wagner selbst, zwar nicht dirigiert, aber betreut hat. Das Vorspiel zum Tristan dauert, das kann man in den Uraufführungsstimmungen sehen, hat knapp 8 Minuten gedauert. Das werden Sie nirgendwo heute finden, im reichhaltigen Aufnahmekatalog. Das heißt, der Parsifal, ja, ist für mich das beste Beispiel. Ja. Barenboims Tristan in Berlin ist 40 Minuten langsamer als der Parsifal der Uraufführung in Bayreuth. In Bayreuth sind unlängst ja noch Boulez wer war der, das ist immer noch mal aufeinander getroffen, ja, und es war über eine Stunde dazwischen. Ja. Weil Boulez wirklich extrem schnell, ich glaube netto in 3,37, was war der durch? Der hat exakt das Tempo Wagners. Ja. Der hat sich nämlich orientiert an den gut bezeugten Daten, die wir haben. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Überlegung, die wir hier anstellen, wenn wir von Tempo reden. Es ist einmal eine Frage des Charakters, also was drückt das Tempo aus für den Charakter. Aber, und das ist die Tradition, die, glaube ich, tatsächlich von Wagner begründet worden ist und die sich aus seinem Verständnis gegen dieses, wie er meinte, perückenhafte an der Orgel sitzen richtete, das ist das Tempo rubato. Also nicht das durchgehaltene Tempo, sondern das Tempo im Stück selbst modifizieren nach dem Charakter des Stücks. Das wird fürs Meistersinger-Vorspiel explizit gesagt, ja, hier geht man wirklich in die Viertel, ja, und beim Wiedereintritt des Hauptthemas, ja, müssen es wieder halbe sein. Ja. Und er zeigt es ja auch an der Freischütz-Ouvertüre von Weber sehr schön, also wie da die unterschiedlichen Charaktere im Stück sich unmittelbar verlebendigen durch einen Wechsel
der Tempi. Und das haben nun seine Kollegen in Dresden, vor allen Dingen auch Reissiger, der ja in der Oper neben ihm war, und die Kapelle überhaupt nicht gekannt. Und das hat sehr schnell zu den Spannungen und Schwierigkeiten in Dresden ja geführt. Die waren bei Reissiger gewöhnt, ein Satz und dann geht es wie mit dem Uhrwerk voran, ja, und dieser Wagner, der modifiziert dauernd und das mit, ich meine, Wagner hatte ja keine Kapellmeister erfahren, man muss sich das mal vorstellen, kriegt hier eine der Führungspositionen im deutschen Musikleben und hat in ein paar kleinen Theatern ein bisschen dirigieren gelernt und er hatte im Übrigen ja auch ganz wechselnde Interessen. Er hat Mozart und Beethoven offensichtlich mit großem Einsatz dirigiert, das alles andere aber nicht, das hat ihn nicht interessiert. Und dann gab es dauernd Schwierigkeiten in den Aufführungen. Ja. Das hing wiederum damit zusammen, dass es in Wagners Verständnis eben Musik gab, die vorbei war, die keine Rolle mehr spielte, die überholt war, die historisch war, die keine Verbindung zur Gegenwart hatte und nur die Musik, die Verbindung zur Gegenwart hatte oder zu der man eine Verbindung herstellen konnte, ideologisch oder auch praktisch, die wurde in den Blick genommen. Und dazu gehört, da sind wir wieder bei unserem Thema, dazu gehörte auch Bach. Selbst wenn er praktisch im Musikleben keine herausragende Rolle spielt, was eben tatsächlich so war in der Zeit. Ich würde auf diese Tempofrage, weil sich daran, glaube ich, relativ viel aufhängen lässt, nochmal zurückkommen wollen. Es ist eines, was Wagner in Tempofragen mit Bach angestellt hat, es war damals nicht nachprüfbar und wenn wir ernst sind, ist es das für uns heute auch nicht. Dass es erhebliche Widerstände gab gegen das, was er beispielsweise mit Mozart oder mit Beethoven angefangen hat, ist nachvollziehbar, weil es diesen Traditionsbruch gab, klar. Aber was hat Musiker dazu bewogen und auch meine Kollegen dazu bewogen, den Umgang mit seinen eigenen Werken in Tempofragen als falsch darzustellen. Also was muss ein Musiker reiten, wenn er sich dazu aufschwingt, zu sagen, das hat er zwar erfunden, aber er irrt? Ich glaube, dass es so ist, dass ein Komponist mitunter schneller und umfassender in seinem eigenen Werk denkt, als es dann in der realen Klanggestalt, in der tatsächlichen Räumlichkeit, wo etwas gespielt wird, vielleicht auch manchen Unstimmigkeiten einer ersten, zweiten, dritten Aufführung dann von den Leuten empfunden wird, die es in dem Moment zum ersten Mal hören. Insofern kann ein Komponistentempo, wie man sich's denkt und wie es vielleicht auch am Klavier gut funktioniert, eventuell mit vollem Orchester dann doch nicht ganz so ankommen, wie man es gewünscht hat. Und dann kann es bei manchen diesen Eindruck durchaus geben. Jetzt ist die Frage, wer behält Recht? Oder muss es jemanden geben, überhaupt, der Recht behält? Für mich bleibt trotzdem der Komponist derjenige, an dem ich mich am meisten orientieren möchte. Und im Falle Beethoven gibt es ja von Czerny die Schrift über den richtigen Vortrag der sämtlichen beethovenschen Klavierwerke. Da sind die Sonaten drin, Klavierkammermusik, alle Klavierkonzerte und Chorfantasie. Und da steht zu jedem Werk, zu jedem einzelnen Satz eine Metronomzahl, der man auch, Sie können das korrigieren, doch bis zum gewissen Grade glauben kann, dass das von Beethoven her irgendwo gedeckt ist. Also ich habe es bei Karl-Heinz Kämmerling so erlebt, er zog dieses Buch vor, wenn jemand Beethoven spielte und sagte, Czerny schreibt und Schnabel spielt. Das war sein zweiter Gewährsmann. Und irgendwo muss dieses Tempo liegen und wer das Tempo verfehlt, verfehlt tatsächlich auch den Charakter des Werkes. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn jemand sagt, das war mir jetzt zu viel auf einmal. Wer dieses Meistersinger-Vorspiel zum ersten Mal hört und dann irgendwann dahin kommt, dass hier drei verschiedene Themen übereinander laufen und dann wird das so durchgepeitscht und ist vielleicht in diesem Raum, der nicht so trocken ist, sondern etwas überakustisch, dann noch viel mehr Blase da drauf. Da kann man sehr wohl zu dem Urteil kommen, es ist mir zu schnell. Wobei es kann trotzdem dem Stück und seiner Wahrheit näher kommen, als wenn man sich ins Gegenteil flüchtet und sagt, okay, zu schnell, dann machen wir mal richtig langsam. Also man sollte sich schon versuchen, in dem Halbwissen, was wir nur haben können, dem Komponisten so weit wie möglich anzunähern. Auch damit übrigens der Charakter nicht verfälscht wird. Das Vorspiel zu einer Komödie muss vielleicht auch diese Überfülle und dieses Durcheinander so ein bisschen haben dürfen.
Wenn wir das jetzt alles bequem ausbreiten und man kann jedes Häppchen nochmal genießen und nochmal nachlauschen, dann wird es vielleicht eher in ein Pathos hineinkommen, was eventuell auch von Anfang an in der Rezeptionsgeschichte der Meistersinger zu konstatieren ist, dass es nämlich auch schon schnell missverstanden wurde, nicht als die Karikatur bestimmter Musikausübung, bestimmter Kompositionstechniken, sondern dann greift man sich das heraus, was am Schluss eben groß gesagt wird, ehrt eure deutschen Meister. Und der Sachs-Schlussmonolog wurde ja nochmal geändert, der war in der ersten Fassung nicht ganz so missdeutbar, missbrauchbar, wie er dann nachher missbraucht wurde. Kosima hat ja nochmal nachgeschärft. Dann ist die Komödie tatsächlich nicht mehr Komödie. Und mit dem Missverständnis lebt das Werk bis heute. Also es muss im 18. Jahrhundert und auch im frühen 19. Jahrhundert ein Bewusstsein von dem gegeben haben, was die Zeitgenossen Tempo Ordinario genannt haben. Also es gab Tempokonventionen, über die musste man nicht reden. Deswegen können ja viele Musiker, und Bach gehört dazu, auf Tempoangaben ja oftmals ganz verzichten, weil aus der Art der Musik, also der Noten, klar ist, wie das Tempo ist. Bei Beethoven lesen wir die Klage, es weiß keiner mehr, wie das Tempo Ordinario ist, und deswegen begrüßt Beethoven so lebhaft das Menzels Metronom. Interessant ist, dass Wagner von diesem Instrument, von diesem Metronom, das zu seiner Zeit ja nun technisch schon fast ausgereift war, keinerlei Gebrauch macht. Sondern er vertraut auf A, Tempowörter, und B, auf den Charakter. Er sagt, wer das Drama richtig versteht, wer also die Situation, die entsteht aus der Verbindung von Wort und Ton, aufnimmt, der kann überhaupt nur zu einem Tempo finden. Und wer das nicht tut, das sind eben alle die, die stümperhaft sind und die er ja immer bekämpft hat. Das heißt also, hier erleben wir ein Hin und Her in den Tempofragen, und wir erkennen zunächst einmal ganz allgemein, es gibt Konventionen, die können verloren gehen. Und im Falle Bachs sind sie uns verloren gegangen. Und ich weiß, als ich als junger Mensch meine ersten Bachaufnahmen hörte, ich habe eine Schallplatte geschenkt bekommen, Karajan, brandenburgische Konzerte, ja. Diam, bam, bi, ja, da, dam, biam, bam, bim. Ich war dann später mal bei einer Rundfunkaufnahme anwesend eines Vertreters der historischen Aufführungspraxis. Die saßen in einem ganz kleinen Ensemble. Diam, bam, bi, da, da, dam, biam, bam, bam. Ich führe das deswegen an, weil wir ein ähnliches Beispiel bei Wagner haben. Es gibt einen Pressestreit, der entsteht um das Tempo di Menuetto aus Beethovens 8. Symphonie. Dia, 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 bam, bia, da, dam. Das muss, wenn man den Berichten glauben darf, Mendelssohn eher als ein Scherzo aufgefasst haben. Dia, 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 bam, bia, da, da, dia. Wagner dagegen hat es offensichtlich als ein altes Tanzmenuett. Dia, 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 bam, bia, da. Die Vorwürfe waren, Wagner hat das Stück nicht verstanden, es ist viel zu langsam. Ja. So, wer da recht hatte, kann man dahingestellt lassen. Die Metronomangabe, die wir für die Achte haben von Beethoven, weist eher in die etwas schnellere Richtung. Andererseits wissen wir, das kann auch gar nicht anders sein, dass Beethoven offensichtlich diese Stücke nicht gründlich durchmetronomisiert hat. Also wenn Sie denn das Hammerklaviersonate ist das beste Beispiel. Ja. Das Tempo, was er da angibt, ist schlicht und ergreifend Unsinn. Das funktioniert für den Anfang, und so stellt man sich das auch vor. Beethoven hat im Übrigen halb taub, der er da war, den Anfang gespielt und hat das eingestellt und dann diese Zahlen weitergegeben. Das würde genau Wagner recht geben und sagen, ja, das mag sein, dass der Anfang so stimmt. Bam, bam, badam, badadam, bam, 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 badam, badadam, bam. Ja, aber wenn Sie das Tempo beibehalten, dann wird das hinterher ein unsinniges Perpetuum mobile. Da würde Wagner gesagt haben, ja, klar, der Anfang mag so sein, aber dann ändert sich der Charakter und entsprechend muss auch das Tempo modifiziert werden.
Wobei sich natürlich bei der Metronomisierung auch die Frage stellt, inwieweit da der Anspruch, also sozusagen ein theoretisches Tempo und das pianistische Tempo nicht von vornherein unterschiedliche Paar Schuhe sind. Sowieso. Ist ja auch ohne weiteres denkbar. Aber ich würde da doch grundsätzlich sagen, im Prinzip war Beethoven jedenfalls in den ersten zwei Dritteln seiner Kompositionstätigkeit da doch schon praktizierender Musiker genug, um das nicht völlig woanders einzutakten, als es wirklich sein sollte. Soweit ich weiß, hat der spätere Protokollant Schindler gemeint, auch die Tempi seien zu schnell, die der Czerny eben verfasst hat, und im Alter hätte er manches langsamer genommen. Also gibt es hier auch schon einen Bereich des Guten von bis. Aber das ist ja ein ganz grundsätzliches Problem beim Aufeinandertreffen von Werken und Interpreten, dass Interpreten entweder jammern, dass sie nicht wissen, wie es war, bei Bach zum Beispiel, und wenn sie es wissen, wie man es bei Beethoven vielleicht wissen könnte, nach Ausreden suchen, warum sie es doch lieber ganz anders machen. Naja, aber Sie haben ja eben gesagt, Sie würden sich, für Sie ist der Komponist die wichtigste Instanz. Das finde ich sehr sympathisch. Andererseits kann man natürlich sagen, der Komponist ist derjenige, der sich am wenigsten wehrt. Der kann sich nämlich gar nicht mehr wehren. Wir machen ja im Grunde genommen, jede Zeit macht doch mit den Komponisten und ihrer Musik, was sie will. Ja, und wenn man alt genug ist, dann hat man die Matthäus-Passion mit einem Chor mit 200 Leuten gehört und das hat 4,5 Stunden gedauert. Und wenn man heute Glück hat, kann man das auch mal mit 30 Leuten insgesamt erleben und ist nach 2,5 Stunden wieder zu Hause. Ja? Also das sind Zugänge, die wir je nachdem haben. Und heute ist uns die Musik ja dank der Aufnahmetechnik in solch längeren Zeiträumen überhaupt zugänglich. Das ist ja für einen Musiker wie Wagner gar nicht der Fall gewesen. Der konnte nicht wissen, wie Beethoven das dirigiert hat oder wie Bach sowieso nicht. Ja. Aber wir können doch zumindest die Aufführungsgeschichte der letzten 100 Jahre relativ gut überschauen. Wenn man die ersten Bach-Aufnahmen, die es gibt, anhört, dann sind wir ja doch jetzt inzwischen 80, 90 Jahre zurück. Das heißt, wir können relativ viel beobachten und dann sehen wir doch eigentlich einen dauernden Pendelschlag zwischen monumental, zurückgenommen, schnell, langsam. Jetzt meine ich wahrzunehmen, schlägt das Pendel langsam wieder ein bisschen zurück. Also ich glaube, die Turbo-Aufführungen und minimalistischen Aufführungen, das haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen. Jetzt wird das alles wieder etwas entspannter. Aber ich finde, das ist auch Ausdruck eines lebendigen Musiklebens. A und B spiegelt es doch uns selbst wieder. Wir sind es doch, die das so hören. Und es charakterisiert doch uns. Ja, inwieweit es Bach charakterisiert, vermögen wir ja nur ganz partiell zu sagen. Aber es charakterisiert uns, ja, wie wir Bach hören wollen. Ja. Und wenn mir heute jemand sagt, ich sehne mich danach, Bach mal wieder so richtig mit 250 Mann Massenchor, dann würde ich nicht sagen, du bist ein Banause, du hast keine Ahnung, sondern ich würde nur sagen, gut, warum kommt das so? Ja. Ich würde Wert darauf legen, nicht dahin gehen zu müssen, aber ja, unabhängig davon ist es natürlich legitim. Apropos, du machst ja die Götterdämmerung. Wann habe ich da Feierabend? Wie lange wird das ungefähr gehen? Darf ich jetzt meinen früheren Thomas Kantor zitieren, je nachdem, wie oft wir von vorne anfangen müssen? Nein. Das lässt sich heute so nicht abschätzen, aber es wird, soweit ich es beeinflussen kann, keine zusätzlichen Verbreiterungen, keine zusätzlichen Verlangsamungen über das bereits durch die in Notenmaterial zu findenden Vorschriften geben. Und es wird nicht die langsamste und nicht die längste Aufführung sein. Dafür glaube ich, heute schon einstehen zu können. Übrigens, da darf ich noch einflechten eine Aussage eines Musikers, die wiederum Wagner kolportiert. Wagner sagt, er habe wohl in Leipzig von einem alten Sänger, der bei Bach noch gesungen habe, auf die Frage, wie das denn bei Bach eigentlich geklungen habe, gehört oder wie Bach überhaupt das gemacht habe, da war die Antwort, erst hat er uns geprügelt und dann klang es scheußlich. Das ist natürlich heute alles ganz anders, selbstverständlich.
Wobei man natürlich im Falle von Wagner durchaus, aber das werden wir heute nicht mehr abschließen können, die Frage stellen könnte, wie ist das eigentlich mit dem Instrumentarium? Gerade laufen in der Oper die Feen, viele von Ihnen werden das vielleicht schon gesehen und gehört haben. Und ich glaube, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob das nicht für alle Beteiligten, Publikum eingeschlossen, interessant wäre, das mal mit Darmsaiten zu machen. Und das ist beim Holländer sicherlich auch noch eine Fragestellung. Nach hinten raus dann vielleicht nicht mehr. Aber dann bekommen natürlich andere Tempi auch eine andere Logik und es gibt auch eine andere sängerische Logik für sowas. Eine andere Klangbalance. Ja. Dazu kommt die Stimmtonhöhe. Ja. Wenn der Tristan sich nicht bei Kammerton A443, sondern weit unter 440 Hertz bewegen darf, hält er das Ganze auch schon mal besser durch. Also halten wir fest, wir sind nämlich mit der Dreiviertelstunde rum. Wir wissen eigentlich nichts und in diesem Nichtswissen haben wir uns sehr gemütlich eingerichtet und es kommt großartige Kunst dabei raus. Beim Bachfest ganz bestimmt, vorher bei der Wagner-Festwoche auch. Und was auch immer wissenschaftlich belegbar für Verbindungen zwischen Wagner und Bach bestehen mögen, entscheidend ist, glaube ich, was wir dabei fühlen und hören und wollen. Ja, von mir noch ein kleines Schlusswort, auch wenn die Diskussion schon beim letzten Mal reichlich geführt wurde. Erstens, leider hat Richard Wagner kein Weihnachtsoratorium geschrieben. Das müssen Sie jetzt nicht alle unterschreiben, aber ich hätte es gern gehört. Und zweitens bin ich sehr dafür, dass das Weihnachtsoratorium auch mal im Bachfest gehört werden kann. Die Kompositionssituation des Weihnachtsoratoriums hat ja direkt mit der Universität Leipzig zu tun und den Auftragsmusiken, nämlich den Festmusiken wie Tönet ihr Pauken, Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Also dürfen und müssen wir annehmen, dass Bach sich nicht für jeden einzelnen Teil des Weihnachtsoratoriums, der uns heute in so tolle Stimmung versetzt, seinerseits in Weihnachtsstimmung befunden habe, sondern er hatte ein Auftragswerk für die Landesherrschaft schnell abzuliefern. Und wenn ich einen allerletzten Punkt setzen darf, zur Vita Christi gehört Pfingsten und gehört die Situation der Apostel nach Pfingsten. Wagner hat das Liebesmahl der Apostel, ein Oratorium geschrieben, was wunderbar zum Bachfest 2013 gepasst hätte. Gepasst hätte, genau. Und natürlich muss man als Moderator das letzte Wort haben. Am 23. März haben wir hier das nächste Gespräch im Vorfeld des Bachfestes zur Vita Christi. Und ansonsten kommen Sie gut nach Hause und rutschen Sie nicht aus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.